Moin moin Leute, zu einer neuen Runde Crusader Kings 3 hier auf GenX Reloaded. Und ein Tag, heute ist der Beauftragte der Aufnahme, ist der 7. Februar, ein Tag vor Release des großen DLC, geht es hier weiter mit unserem Herzog Otto von Angria, der ein bisschen angesäuert aussieht. Ja, weil es halt der letzte Krieg nicht ganz so gut lief, wie er sich das gewünscht hätte. Seine Befehlshaber, also ich, hat sich teilweise ein bisschen dösig angestellt und hat es so unnötig verzögert. Aber schlussendlich konnten wir hier in Dessau siegreich sein und so das Herzogtum von Anhalt gründen, was unsere Macht natürlich ein bisschen verstärkt. So. Ja. Unsere nächsten Ziele sind, den Titel Dessau zu feudalisieren, weil das halt noch ein Stamm ist und ein Häuptlingstum, so. Und das bedeutet wiederum, dass wir da nicht bauen können. Die Feudalisierung kostet aber leider 500 Gold, was wir nicht haben, noch nicht. Und wir müssen dann halt gucken, dass wir das demnächst mal zusammenkriegen. Deswegen wird hier jetzt auch nicht weiter ausgebaut. Aber ich finde, bisher sieht das ja schon mal nicht so schlecht aus. Könnte natürlich besser sein. Aber 6 Goldstücke im Monat. Ja. Ich finde, das ist für so ein noch relativ kleines Herzogtum im Vergleich zu dem, was um ihn rum ist, doch noch relativ. Obwohl wir, glaube ich, in unserem Königreich ja, das gehört alles, ja, alles uns. Da sind wir, glaube ich, schon so ziemlich das Größte. Nicht schlecht, schon nicht schlecht. So, ansonsten war sonst noch in der letzten Folge was Wichtiges. Ja. Das hatte ich ja schon vorher gemacht. In dem verlorenen Kapitel haben wir unsere Frau begnadigt. Und ja, sie steht jetzt wieder an unserer Seite. Und wir hoffen mal, dass das kein Fehler war. Und Thomas ist inzwischen erwachsen. 20 Jahre alt, verheiratet mit Sancha Eminon, aus dem Hause Eminon, natürlich Eminon. Ja. Der Vater ist Graf Benna und ja, von Usis. Das ist in Frankreich im Süden. Und ja, gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal weiter und gucken, was die Zukunft jetzt noch bringt. Weil ein paar Jährchen wird unser Herzog Otto wohl hoffentlich noch haben. Er ist 41. Es geht ihm gut, also es geht mir gut. Nur ist er halt melancholisch, was zu Abzügen kommt. Ja, wir könnten jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen, aber das meiste kostet halt... Das haben wir nicht. Und uns selber umbringen, nein. Das muss ja nicht sein. Und vor allen Dingen wäre es auch eine Sünde, wir sind nicht zu vergessen, Katholiken. Gut, dann geht's mal weiter hier. Ja, und wie ich ja schon in der letzten Folge sagte, angekündigt habe, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass ich dann bei Erscheinen des DLC Royal Court, dass ich dann einen neuen Spielstand anfange. Alleine schon, um einige Fehler aus diesem hier auszumerzen, zum Beispiel nicht wieder Iron Man. Das war eine Saudumm, ich weiß auch nicht. Ich hatte gute Absichten, ich wollte nämlich verhindern, dass ich es vergesse zu speichern. Aber der Nachteil ist halt, dass man halt
nicht mehr zu alten Spielstätten zurückführen kann. Ja. Entschuldigung, meine Katze mautzt hier rum. Ja. Aber hier, bis dass der Tod uns... bis dass der Tod uns scheidet. Gemahlin, nachdem ihr euren letzten Atemzug getan hattet, überkam ich die Erleichterung. Vielleicht sollte ich mich dafür schämen, aber in Wahrheit war da keine Liebe zwischen uns. Endlich bin ich frei, ein neues Leben zu beginnen. Und keinen Tag zu früh. Wow. Ja, vielleicht ist doch auch das der Grund, warum sie uns nur ein Kind geschenkt hat, weil wir uns nicht wirklich geliebt haben. Oder zumindest ich sie nicht. Ja. Unsere Herzogin. Huch, starb an den Folgen der Selbstkasteiung. Ja, super, das ist, seht ihr da? Das ist doch Blödsinn. Ja. Ansonsten wird sie wahrscheinlich nur da großartig in Erinnerung bleiben. Dafür, dass sie halt die Mutter unseres einzigen, bisher einzigen Sohnes ist. Und dass sie versucht hat, unsere Schwester, meine Schwester zu töten. Ja. Und keinen Tag zu früh. Verliere Anspannung. Und ja, das war's. Ja, wir können heiraten. Wieder, logischerweise. Und da wir sie ja nicht so sehr geliebt haben, brauchen wir auch keine große Trauerzeit, würde ich sagen. Und hoffen, dass wir vielleicht noch ein, zwei Kinder kriegen können. Gut, natürlich aber nicht mit unserer Nichte. 16 ist auch ein bisschen jung. Ja, das Bündnis, die Bündniskraft wäre jetzt auch nicht besonders hoch. Ja, das ist viele Staaten, das ist, wäre ja bei uns, bleibt quasi in der Familie. Also Landesfamilie, aber auch da, das bringt uns halt. Ich kann ja vielleicht mal gucken, über Bündnismacht. Zack. Ja, die sind halt noch sehr jung und sind alle mit uns verwandt. Hier, die ist 45, ist ein bisschen älter als wir und wird uns wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also es ist nicht. Es ist jetzt nicht unmöglich, dass sie vielleicht nochmal schwanger wird. Aber in dem Alter relativ unwahrscheinlich. Sagen wir mal so. Die anderen sind definitiv noch alle zu jung. Weil es bringt uns ja auch nichts, wenn wir dann zu alt sind. Das bringt uns halt alles nichts, nicht wirklich was. Und so maler Werte. Sollen wir hier hochgehen wieder? Oh. Das ist ja alles nicht so toll hier. Religion. Katholizismus. Und vielleicht dann gucken wir halt einfach mal nur nach Fruchtbarkeit, haben wir ein Genie. Jetzt schüchtern und keusch, das ist doppelt schlecht für die Fruchtbarkeit. Aber wir probieren es einfach mal, vielleicht wird sie ja dann noch schwanger, weil ein Genie. Ja, das zieht uns aber ganz schön Prestige ab. Ja, aber das müssen wir in Kauf nehmen. Prestige haben wir relativ schnell wieder drin. Gut, dann geht's weiter. Bündnis ausgelaufen mit Adelhard. Von Oberlothringen ist beendet. Da wir logischerweise mit Engeltrudis nicht mehr verheiratet sind. Dann hat sich das mit der Scheidung ja auch erledigt. Und er wird kein Bündnis mit uns eingehen, weil... Nee, warum sollte er? Gut. Das ist natürlich blöd, weil Oberlothringen natürlich relativ stark war. An den aufmerksamen Otto. Ich nehme die vorgeschlagene Heirat an. Meine Bekanntschaft immer geht den Heiligen Bund der Ehe mit euch ein.
Möge Gott euch ein langes Leben und viele Kinder schenken. Gezeichnet Herr Herzog Ernst von Tirol. Jo. Ausgezeichnet. Gut. Weiter geht's. Vielleicht ein bisschen erhöhen die Zeit hier. Damit auch mal was passiert. Was da oben? Ach, das ist hier auf. Nicht auf unserem Hoheitsgebiet. Oh doch. Moment, Moment, Moment. Da kommen sie. Wird überfallen. Ja, aber das ist ja nicht unten. Das ist doch hier. Naja. Da wird sich drum gekümmert. Also brauchen wir uns doch nicht kümmern. Radspitzel entdeckt Geheimnis. Ihr erfuhrt vom Geheimnis von Herzogin Imagina. Affäre. Der ist verheiratet, also ein Vasall, also mit Herzog Berengar von Friuli. Ui. Ja, aber das bringt uns ja wieder nichts, weil wir die Bischöfe nicht selber und eine Frau ja schon mal beim Katholizismus ja schon dreimal nicht, also. Ja, aber sie hat auch nichts, was wir irgendwie. Und wir haben ja auch noch kein Druckmittel. Wir könnten sie erpressen, aber. Sie hat nichts, was jetzt uns großartig interessiert. Komplottschmieden tun wir noch bei unseren. Papst, um den ein bisschen hoch zu pushen. Das kann natürlich nie schaden. Benachbarter Herrscher gewann Krieg. Graf Hendrik hat einen Krieg gewonnen. Der Verlierer, mein Cousin, Graf Wichmann, gelderischer Anspruch auf Grafschaft von Arnheim. Okay. Naja. Will ich mich mal nicht einmischen. Wo wollt ihr hin? Ich dachte, der geht da weiter. Ja. Ja, da müssen wir uns ja mit dem nicht. Doch da! Ah! Moment, Moment. Ausheben. Drei Tage, zwei Tage fertig. Oder mal hinter. Huch. Moment, was ist denn hier los jetzt? Ah, was denn jetzt? Was denn jetzt? Oh nein, oh nein. Was soll das denn? Ach, Cortana, was soll die Scheiße denn? Du willst mich verarschen, oder? Ich glaube, es hackt. Ja, was soll das denn? Geh aus. Unfassbar. Unfassbar. Das kann nicht angehen, ey. Ja. Das Ding, das funktioniert nur, wenn es wirklich mal Lust dazu hat. Ey. Geh aus. Dankeschön. Unfassbar, echt. Es ist wirklich unfassbar. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja. Egal. Weiter geht's hier. Weg mit den Räubern. Wenn ihr da irgendwo mal ankommt. Ja, natürlich spinnt jetzt der Rechner rum. Klar. Aber naja. Kann nicht angehen. Ich darf nicht vergessen, das auszuschalten. Zum nächsten Mal. Und die Würfel habe ich auch schon wieder vergessen. Naja. Jo, macht's mal hin da.
geplünderte Beute von 9 Gold. Gut. Okay, okay, okay. Dann könnt ihr wieder aufgelöst werden. Zack. Zack. Sehr schön. Weil ich vorgemeint, das ist ja nicht unseres. Geld wächst, aber leider nicht schnell genug. Ich wüsste jetzt auch nicht so klar, wir könnten, wie viel würden wir denn inzwischen kriegen? 145. Na, hätten wir es fast, ne? Aber er verliert 20 und er hat ja erst 17 von uns geholt. Ja. Den beeinflussen wir noch ein bisschen. Nachbarschaftskrieg ist entschieden. Häuptling Ludwig hat gegen Nachbarn Branislava einen Krieg gewonnen. Zirzipanische Eroberung von Häuptling Sturm von Vilsia. So. Naja, dann. Solange ihr mich hier in Ruhe lasst, könnt ihr meinetwegen machen, was ihr wollt. Gut. Ja, es ist natürlich. Mich juckt es ja noch schon ein bisschen in den Fingern hier, um mich weiter auszubreiten, aber das ist mal momentan alles noch zu risikohaft. Risikoreich, Entschuldigung. Und ja, und es passt halt auch einfach nicht zu meinem Charakter. Muss man ja leider sagen. Oder ein Glück. Also, wie sieht das im Rat aus? Da war ja eigentlich alles in Ordnung. 4 Jahre in Mecklenburg. Hier gibt es was zu bekehren. Was können wir denn bekehren? Das so. Machen wir das mal. 6 Jahre, das hält sich in Grenzen. Nein, das. Was soll das denn? Na ja, gleich. Von rechts wegen. Mein Vasal hat mir vor einem obskuren Gesetz in Grafschaft von Waldeck berichtet, wonach es nur der Herzog beschützen darf. Für gewöhnlich würde man auf ein derart archaisches Gesetz nicht weiter achten. Doch es bietet mir eine einzigartige Gelegenheit. Graf Isiko, mein Vasall und derzeitiger Herrscher von der Grafschaft von Waldeck, könnte etwas zurechtgestutzt werden. Ich könnte jetzt sagen, das Gesetz ist eindeutig. Der Herzog hat die vollen Rechte. Ich erhalte einen fallen gelassenen Anspruch auf Waldeck. Aber Isiko verliert Meinung von mir. Oder ich sage, er darf seinen Titel behalten von meinen Gnaden. Und ja, das wäre vielleicht besser. Weil er hat eh schon eine negative Meinung. 20 dazu würden ja dazukommen, 30 sogar. Dann hätte er schon 60, 69, fast 70 und da er eh schon geistesgestört ist, ist das einfach so, nicht, dass er eine Fraktion gründet. Und wir haben noch genug Ansprüche, beziehungsweise noch genug Eigenes, dass wir das jetzt nicht unbedingt brauchen. Ja, das Problem ist jetzt aber die Grafschaft von Dessau und Schmugglerring. Schicke ich den da mal schnell hin. Vielleicht kann er das beenden. Auflösen, den Schmugglerring. Also das ist immer doof. Ja. So, und schon wieder nicht beeinflusst. Naja, aber schon von alleine. Und zumindest eingestiegen. Steinmetzangelegenheiten. Eine Zunft von Steinmetzen hat sich in Wölpe niedergelassen. Motivierte Handwerker in meinen persönlichen Dienst zu haben, könnte die Region erblühen lassen. Ich werde eine Vereinbarung mit den Zunftmeistern der Steinmetze treffen. Kriege ich entweder zusammenwirkende Steinmetze, was die Gebäudebauzeit und die Gebäudebaukosten senkt. Und mir 150 Prestige kriegt.
beziehungsweise die Grafschaft von Völpe würde halt dann diese, von diesem Steinmetze profitieren. 45% ist bei, mir wird angeboten, ich verliere 50 Gold, 75 Prestige kriege ich und Grafschaft Völpe erreicht für 20 Jahre zusammenwirkende Steinmetze, also das wieder oben. Oder 25, eine unglückliche Vereinbarung, ich verliere 100. Grafschaft von Völpe erhält 20 Jahre zusammenwirkende Steinmetze, aber trotzdem. Kostet mich nur mehr. Ich könnte das einfach auf meinen Ratsverwalter übertragen, dass er sich drum kümmert. Oder halt, ich sag vor zu Boy das. Kriege aber 20 Jahre Bauernarbeit. Was die Baukosten und die Besitztumsteuern erhöht. Versinkt. Erhöht bzw. senkt. So. Ja. Ja, ich mach das mal. Versuch das mal selber, dann kann ich niemand anderen die Schuld geben. Obwohl er hat bessere, aber auch bessere Perks. Der hat 29, 33, ich habe eine 29. Ja, dann macht er das. Ja, passieren tut ihm ja eh nichts, wenn es vergeigt, dann vergeigt das halt. Was ist hier oben? Und ich kann Holstein gründen, hab jetzt das Geld dafür. Der Zunftmeister der Steinmetze hat offenbar die Gesellschaft von Ratsverwalter Graf Heidecke genossen, denn dieser kehrt mit einem Angebot der Steinmetze zurück, das meine Forderungen sogar noch übersteigt. Ich hätte es kaum besser verhandeln können. Okay, für 20 Jahre und die Kontrolle zu. Kontrollestufe erhöht sich auch um 20, plus 20. Ja, das ist doch super. Vielen Dank, Graf Heidecke. Das hast du gut gemacht. Hm. Sehr schön. Fraktion war ja nichts. Beziehungsweise doch da, hier. 9%. Aber können noch kein Ultimatum stellen. Ja, stimmt. Daher ist es vielleicht ganz gut, dass ich mich mit ihm nicht noch weiter... Aber warum meine Schwester? Ich verstehe das nicht. Die mag mich doch. Naja. Kann man nichts machen, lieber. Gut. Wie überhaupt sieht das überhaupt bei meinen Vasallen aus? Die meisten mögen mich ja. Außer jetzt halt vielleicht hier der Graf Esiko. Aber das ist auch nur minus 7, also das ist jetzt nicht. So. Größere Kontrolle. Ah, der Schmugglerring ist weg. Mein Ratsverwalter, Ratsmarschall, hat den Schmugglerring aufgelöst. Sehr, sehr gut. Kontrolle ist trotzdem relativ niedrig, die Volksmeinung noch schlimmer. Vielleicht ist es da ja doch nicht so gut, dass ich da bekehre. Und was wird mir hier vorgeschlagen, wessen Meinung? Ja, aber... Ja gut, den Papst kann ich auch gleich noch. Dann machen wir das erst. Es ist halt natürlich wichtiger, die eigenen... Obwohl, wie man ja an der Fraktion sieht, es nichts bringt. Weil... Lothar ist zumindest positiv, wenn auch nur plus 3. Und die Anspruchstellerin ist sogar noch höher in der Meinung. Und trotzdem will die mir an den Kragen. Ich soll mal nachdenken. Meint ihr denn, wie das einfach haben? Erstmal ist es der Katholizismus. Und zweitens sind wir gerade mal 893. Nach Christus, das heißt, Frauen wurden da doch eh nicht besonders ernst genommen. Meine Schwiegertochter Sancha hat ein Kind zur Welt gebracht. Das Teil der Ludolf-Finger-Dynastie ist, sollte es mit einem guten Namen gesegnet werden. Naja, nicht wie ich. Also, so verliebt, selbstverliebt empfinde ich. Ja, Ludolf Thomas Vater bin ja ich. Wer ist denn ihr Papa? Bernhard, stimmt ja. Bernhard. Ja.
das schon. Clemens klingt doch eigentlich ganz nice. So. Damit habe ich dann auch ein Enkelkind. Zwei Enkelkinder habe ich sogar schon. Stimmt ja. Die Order, die nach meiner Mutter benannt wurde. Sehr schön. Damit ist ja die Dynastie gesichert. Und meinem Lehnsherr wird der Krieg erklärt von König, vom Häuptling Kettelmund. Was hat er denn da? Na ja, gut, das sollte er für, obwohl, dann sollte er eigentlich für meinen Lehnsherr nicht so das Problem sein, für den Karl Bernhard, aber, König Bernhard, aber der hat ja hier schon ein bisschen mehr zu tun, ne? Religionskrieg um Bulgarien, Vestigekrieg um den Anspruch von, ach, dann auch Religionskrieg. Und jetzt, ja, Anspruch auf Dithmarschen? Das bin ja ich. Moment. Wo geht ihr hin? Ihr geht da tatsächlich hin. Hamburg wird belagert. Ja, nee, ey. So mal nicht. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Ja, das kann ich ja nicht. Das geht ja nicht. Die Schweine kommt gleich hier an, wenn ich da... Ja. Aber das war natürlich nicht so clever. Können wir die abfangen? Wahrscheinlich nicht, die sind ja schon gleich da, während wir hier noch das ganze Stück laufen müssen. Ich glaube nicht, dass die stehen bleiben werden. Aber vielleicht kommt sie ja zurück. Wollen hier. Was sind wir denn hier? So nicht, Leute. So nicht. Jetzt kommt. Ach du Scheiße. Ja gut, da kann ich ja mal nichts gegen machen, wa? Scheiße, was ist das? Für über 5000 Mann. Uiuiui. Uiuiuiui. Und nochmal Simo. Och. Ja, Sigur von Schlangzunge. Jan, Sigur Schlangzunge. Der Sohn von... der Sohn von Ragnar Lodbrok. Das ist natürlich doof. Ja, dann verlieren wir hier wohl gleich Dithmarschen. Wäre super, wenn mein super toller Lehnsherr mal ein paar Leute herschicken würde. Ah, super. Ja, dann mach das doch. Ach, das geht jetzt nicht wegen den... Ach, was ist denn jetzt schon wieder los hier, Mann? Geht natürlich nicht wegen den... Ja. Ja, da kann ich nicht... Was soll ich da meinen Soldaten opfern? Das ist ja Blödsinn. Es wurde ja auch eine Fraktion gegen König Benna geschaffen. Die polabisch-katholische Populisten. Ein weiterer Erzbischof wurde bloßgestellt wegen seiner Sündhaftigkeit. Von Italien, Erzbischof Eduard. Und eine Fraktion wurde gegen uns geschaffen. Ja, die Grafschaft war ja klar, dass die Grafschaft von Dessau, das ist ja so unzufrieden, dass die... Aber da brauche ich mir noch keine Sorgen machen, glaube ich. Darüber muss ich mir viel lieber Sorgen machen. Ulderich hat einen Krieg verloren. Weil wenn die uns hier das Land wegnehmen. Und weit und breit, so wie das aussieht, keine Soldaten in Sicht vom König. Überfall oder Handel? Eine wilde Horde von Banditen, Piraten und anderen schwer gerüsteten Halunken ist in Lüneburg eingedrungen, angeführt von Güder. Anfangs dachten meine Speer noch,
könnten sie sein zum Plündern hier. Doch ein Gesandter ihrer Häuptling behauptet, sie würden stattdessen auch gern Handel treiben. Ihre Streitmacht ist reich an Plünderbeute, neuer wie alter. Und dies würde den Einheimischen die Gelegenheit verschaffen, exotische Waren aus der ganzen Welt zu kaufen. Der Unterton ist allerdings klar. Wenn sie zu günstigen Bedingungen handeln können, verschwinden sie friedlich wieder. Lehnen wir ihr Angebot ab, werden sie sich einfach nehmen, was sie wollen. Aha. Ja, was ist denn das für ein Angebot? Das ist ja, ist ja Mafia. Ist ja hier Don Vito, das ist ja Don Corleone. Ein Angebot, das wir nicht ablehnen können. Ich habe mit Häuptling Güder einen Waffenstillstand. Gewinn 20 Meinungen. Und wir kriegen eine Räuberhandelsbeziehung. Die Volksmeinung steigt um 20. Aber ich lasse mich nicht hier pressen. Oder lasse ich mich hier pressen? Ja gut, er hat halt viele Verbündete, ne? Wie sieht das eigentlich mit Problem einfach macht? Dann sieht man es nämlich am besten, da wird nämlich dann alles zusammengehauen hier. Ui. Ja, ja. Er hat insgesamt 6.500 Leute mit seinen ganzen Verbündeten. Und wir mit unseren 4.5. Nicht mal. Aber es hilft nur mal. Natürlich ist es Gacke, wenn man erpresst wird. Aber wenn man das jetzt anders auslegt, ist es ja nicht jetzt wirklich keine Erpressung in dem Sinne, sondern halt einfach nur ein gut gemeinter Rat vielleicht. Und unsere Volksmeinung steigt halt. Das ist halt wichtig, gerade jetzt, wo wir hier zu viel rote Bereiche haben in unserem Herzogtum. Na gut. Ein unerwartetes Angebot, aber äußerst willkommen. Vielleicht hilft es ja hier. Das ist doch echt nicht wahr. Aber die scheinen sich schon wieder. Ja, die wollen wirklich nur Dithmar schon haben. Was ist hier denn? Waffenstillstand läuft aus. Ja, schon? Okay. Und wird überfallen, das war hier. Ja, soll er sich verpissen. Fuck. Entschuldigung. Ja, aber er haut schon ab. Hat er schon die Schnauze. Ja gut, er hat Dithmar schon, haben sie jetzt eingenommen. Das heißt, für sie wird das hier langsam hochtickern. Vor allen Dingen, weil ja scheinbar unser Herr Lehnsherr keinerlei Ambition hat, da einzugreifen. Und uns mit dem Scheiß hier alleine lässt. Mann, die denken ja hier alle, die können tun, was sie wollen. Können, über, ja. War ja richtig. Mann, Mann, Mann. Kann nicht angehen. Ja, nee, so geht's nicht. Ja, eigentlich müssten wir hier gut. Wir haben ja auch Heimvorteil durch unsere Kriegsführung. Ja, die Schlacht haben wir gewonnen. 15 Gold haben wir zurückgeholt. 197 Leute sind bei uns gestorben. 375 bei den anderen. No. Ja, haut bloß alle ab. Kann ich angehen. Das nervt doch. Ja. Rodung. Vor einigen Monaten begann Bürgermeister Herbert mit der Rodung von Wäldern
um die Besiedlung von Gifhorn voranzutreiben. Bäume werden entwurzelt, Wege werden geschaffen, der Boden wird begradigt. Ratsverwalter Heidecke hat jetzt einen Brief von Herbert erhalten, in dem er eine Minderung seiner Aufgebotspflichten erbittet. Da er die Arbeiten unbedingt vor der Erntezeit abschließen möchte, hofft er stattdessen, Soldaten zur Arbeit abkommandieren zu können. Aha. Nehmt euch so viele Gemeine, wie ihr braucht, Herbert. Da haben wir 50% oder nur für da. Weil das wäre ja übel. Das könnte ganz Dunberg gebrauchen. Achso. Das ist die Aufgebotsgröße von minus. Aber Gebäudebaukosten. Aber ich kaufe jetzt zurzeit eh nicht. Aufgebotsgrad plus 25%. In der schweren Zeit vielleicht nicht das Schlechteste. Vielleicht kriege ich genug Leute, um Dithmarschen zurück zu... Ah, nee, ich sehe es gerade. Das sind jetzt schon da. Kommen wir nicht mehr gegangen. Oh Mann, ey. Ich verstehe auch nicht, warum der König da nichts macht. Ja, Graf Esiko ist beeinflusst. Hat 25 Meinung von euch, von uns. Und ist damit im Positiv. Uns positiv gewogen. Ja, jetzt tickert es munter weiter, weil da einfach keiner kommt. Ich verstehe das nicht. Alternativer Lesestoff. In einer staubigen Ecke der Bibliothek finde ich einen Folianten in Leder gebunden und mit seltsamen Symbolen verziert, der teilweise hinter anderen Büchern versteckt ist. Er ist alt, wurde aber offenbar noch vor kurzem verwendet. Als ich in ihm blättere, fällt mir schon bald auf, dass es in ihm um ungewöhnliches Wissen geht. Spannend. Ich schaue mich um, bevor ich mich setze und darin lese. Ich hoffe, dass die Person, die vor kurzem diesen Buch gelesen hat, nicht in der Nähe ist und mich sieht. Konzentrierte Leser, Bildung plus 1. Ketzerei, ich übergebe dem Buch dem Priester. Nee, Glauben ist eigentlich ganz gut. Habe ich genug da oben, 1400. Ja. Bildung ist immer gut. Ja. Ja gut, da kommen, wie es aussieht, aber das sind ja viel zu kleine Aufgebote, da kann ja keiner gegen anstinken. Ah, jetzt werden es mehr, aber trotzdem, das wird ja nichts. Beim Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch mein Vasall Graf Esiko ist. Mein Fürst, so sagt mir, wer ist der liebenswerteste Mensch, von dem ihr je gehört habt? Ja, Entschuldigung, aber das bin ich. Ha. Nee. Wir wollen hier auch mal nicht übertreiben. Wir haben einen neuen Lebensvorzug. Lebenswandelvorzug. Steuereintreiber. Erhöht die Effektivität um 25%. Sudle. Da geht's ab. Und die stehen da und gucken sich das an. Geilomat. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Weil es bringt mir ja nichts, da jetzt irgendwie. Da, weil das sind fast 5000 Leute. Da komme ich ja nicht gegen an mit meinen inzwischen zwar 2200 Leuten. Und auch mit meinem Heimatsvorteil habe ich da nichts von. Ulrich hat schon wieder gewonnen. Gegen Casimir von Nizia. Okay. Das ist echt ärgerlich. Dann muss ich vielleicht doch anfangen, mich auszubreiten. Das Graf Hendrik. Habe ich gegen den irgendwelche Ansprüche von Graf Lothar?
Seid gegrüßt, mein aufmerksamer Lehner. Ich lade euch hiermit zu einem Festmahl an meinen Hof in Kassel ein. Das wird eine grandiose Veranstaltung, die euer ehrbare Gegenwart würdig ist. Gezeichnet Graf Esiko von Kassel. Okay, machen wir das. Vasal wurde festgenommen. Graf Alderitsch wurde gefangen, und zwar von Herzog Berenger von Friuli, nachdem dieser die Schlacht von Wittenstein gewonnen hat. Okay, okay. Ja, aber das ist mir egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil, so wie das aussieht, verliere ich hier Dithmarschen. Erstmal. Weil... Ja. Der Herr, werte Herr König... Kein... Ja, der weiß ich nicht, was der für Probleme hat. Weil die anderen Kriege scheinen ja vorbei zu sein, also kann er ja eigentlich seine Leute dahin schicken, aber nie macht er nicht. So. Und, das geht so nicht. Und da ich denke, dass aus Friesland eh hier reingehört, zu Oldenburg und Konsorten hier die Ecke, ja, machen wir das einfach mal. Weil so geht das ja nicht. Und diesmal wird der Krieg ja wohl hoffentlich besser laufen. Ja, keine Verbündeten, auch diesmal habe ich extra geguckt, hat 605 Leute. Ja, das dürfte ja eigentlich nicht so das Problem sein. Deswegen machen wir das mal. So, jetzt in den alten Tagen wird dann unser Herzog Otto mal ein bisschen expandistisch. So. Alarm in Osium. Und währenddessen vergnügen wir uns auf dem Festmahl. Eine herzliche Begrüßung. Wir werden von Graf Esiko begrüßt. Und ich freue mich drauf. So. Und da scheint auch keiner kommen zu wollen. Also können wir da hin. Vasall in Nöten. Der hilfesuchende Blick, den mir mein Vasall voll rat, so wirft, wird zunehmend verzweifelter. Eine Gruppe Gäste nähert sich der Ecke in. Der er sich schon den ganzen Abend versteckt und die Wände vereiteln seine Flucht. Wie kann man sich als Bürgermeister nur so benehmen? Ja, das. Ich werde die störenden Gäste ablenken. Krieg 15 Meinung und ein schwaches Druckmittel. Oder Bürgermeister, oder ich sag, komm schon, erzählt eine Geschichte. Ja, ich bin ja kein Statist oder so. Sie greifen da überall an. Voll Ehrfurcht. Nach einem ausführlichen Gespräch über unsere leckeren Gänge bringt Graf Esiko zum Ausdruck, dass er bewundert, wie ich jeden Sachverhalt ausführlich besprechen kann. Er weiß offenbar wahren Intellekt zu schätzen. Nice. Dankeschön. So, hier wird jetzt belagert, 8 Monate. Hm. Während hier oben mein Land, mein Herzogtum immer kleiner wird. Aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Weil es bringt nichts, da einzugreifen. Was für ein Festmahl. Ich werde mich noch lange an die Tage in den Hallen von Graf Esiko erinnern. Nun müssen die Spuren von Frohsinn und Wein abgewaschen werden und mein Dienst für das Reich erwartet mich. Eifrige Frohnatur kriege ich. 2 Diplomatie, ein Ränkespiel und über Frohnaturen. Also Gleichgesinnte haben auch eine höhere Meinung. Und Esiko gewinnt auch 15%. 15 Punkte. Und ich verliere Anspannung. Sehr schön. Gut, gut. Ja, dann ist das ja eigentlich auch schon fast. Kann man das ja eigentlich schon fast beenden. Von Arnheim hier. Schicke ich mal unseren Verbündeten. Wie lange brauchen die hier? Die brauchen nur 6 Monate. Kraftitpold nimmt an. Kommt
mir zu Hilfe und über 5 Monate. Okay, okay. Ah, hier wird es schon aufgehalten. Ein wenig. Benachbarter Krieg verlor, benachbarter Herrscher verlor Krieg. Havel gegen Adalbert. Mein Verbündeter und Bremen wird belagert. Ja, gut, das haben wir gesehen. Oder mache ich die jetzt erst platt? Schwierig, schwierig. Ne, ich mache das jetzt erst zu Ende. Ein bisschen Zeit erhöhen hier. Damit das hier ein bisschen zuckig geht. Im Diensten von der gehörnte Gott. Als ich die Augen in der Finsternis aufschlage, bin ich sofort von einem unheilverheißenden Gefühl überwältigt. Beobachtet mich jemand? Seid ihr bereit, die Wahrheit zu empfangen, Otto? Ich richte mich auf und bin mit einem Mal hellwach. Ich blicke mich nach der Quelle der fremden Stimme um. Doch da sind nichts als Schatten. Der gehörnte Gott bietet euch einen Segen an. Öffnet ihr euch ihm? Vom ganzen Herzen? Für die Hexe? Nee. Ich will hiermit nichts zu tun haben. Schafft euch fort, Dämonenbrut. Ihr seid bekannt für meine Hingabe an den Glauben. Was hier? Aufgabe abgebrochen. Scheiße. Ja, weil die da immer weiter sich ausbreiten, die Arschgeigen. Warum tut denn da niemand was? Ich verstehe es einfach nicht. Was ist denn das für ein König? Jetzt mal ernsthaft. So. Kommen wir hier noch zur Hilfe. Oh Mann, ey. Kind meiner Dynastie. Meine Schwiegertochter Sancha hat ein Kind zur Welt gebracht. Ja, Ludolfinger Dynastie. Und wieder eine Tochter. Mechthild. Adelheid. Ja, Oda haben wir schon. Beziehungsweise ist ja gar nicht Oda. Sie Engeltrud ist. Aber das wollen wir nicht. Die ist halt Schwester, Mörderin. So, selbst ist das der Nächste. Selbst der Nächste. Ich habe sorgsame Pflege für 5 Jahre erhalten. Was bedeutet Krankheitswiderstand? Massiver Bonus. Meine Herzogin hat dafür gesorgt. Sehr schön. So, die sind schon ein bisschen zu schnell abgehauen. Flitzen wir nochmal hinterher. Ach, da habe ich falsch geguckt. Nee, doch nicht. Nee, die hauen ab. So. Ach, da haben die noch. Warum macht das keiner? Ja, nochmal hindern, ne? Stimmt, war ja auch Arnheim. Die fangen wir ab. Anislava hat einen Krieg verloren gegen Kasimir. Okay. Gut, 6 Monate. Ja, Hamburg wird belagert. Es ist echt, ist einfach nicht auszuhalten. Mann, Mann, Mann. König Udalritsch. Da läuft das Waffenschild dann aus. Okay. Mann, Mann, Mann. So, bald ist auch das Geld für die Feudalisierung da. Die Fraktion wurde gegen den König geschaffen, aber da kümmere ich mich nicht drum jetzt. Pst, der kümmert sich hier auch einen Scheiß. Kotzt mich an. Sorry, aber... verstehe ich halt auch die KI nicht. Oder ist der... Wir können ja mal kurz gucken. Ist der so... unersättlich, treuherzig und gerecht? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich spricht alles seines Charakters davon, dass er uns eigentlich helfen müsste. Er ist treuherzig, wir sind ein guter Vasall. Er ist gerecht und unersättlich. Das heißt, er will doch auch seine Feinde... loswerden.
Nee, sorry, aber das kann ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Naja, hier. Ziehen wir die 3 Monate Belagerung noch durch. Und dann müsste der Bums hier auch erledigt sein. Es müsste auch von alleine hochgehen hier, weil wir ja das Kriegsziel schon erobert haben. Exkommunikation. Gräfin Alice wurde von Papst Lucius III. Exkommuniziert. Exkommuniziert. Wieso, was hat sie gemacht? Eine Kriegerin. Ja, das weiß ich. Okay. Na dann. Geht uns nichts weiter an. Haben wir nichts mit zu tun. Wo wollt ihr denn jetzt noch hin mit 36 Leuten? Könnt ihr doch nichts mehr machen. Aufgabe erledigt. Mehr Kontrolle in Gemeinde Dessau ist erledigt. Ja, da kümmern wir uns gleich wieder drum. Ja, die Plünderung von Mecklenburg. Graf Heidegger hat den Preis für die Gier von Häuptling Magnus bezahlt. Nachdem die Siedlung von Wismar gefallen ist, sind Großteile von Mecklenburg ungestützt. Ohne Gegenwehr toben sich die mährischen Plünderer aus und sie entführen und versklaven jeden fähigen Arbeiter, den sie finden können. Verflucht seien diese lästigen Wilder. Wilde, ich setze Pussyschein. Wir richten ein Wehrgeld für die Verlorenen und wir helfen beim Wiederaufbau. Ja, natürlich helfen wir beim Wiederaufbau. Ist wohl klar. So. Grafisikus nicht beeinflusst. Das ist aber nicht weiter schlimm. Und hier können wir dann die Forderung erzwingen. Wir kriegen die Grafschaft von Ostfriesland. Ein schwaches Drittmittel gegen Graf Luther, weil wir seinen Anspruch erfüllt haben. 10 Ruhm. Und ja, die Verbündeten teilen Prestige. So. Seid gegrüßt, Herzog Otto von Angria. Mögen euch die Säfte bei lebendigem Leibe austrocknen. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Und in diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. Mit Verlaub von Arnheim. Sehr schön. Gut. Dann kann ich nicht auflösen. Weil ich ein feines Gebiet bin. Bringen wir die denn mal hin. Ja, müssen wir uns dann bei dem nächsten kümmern. Zu viele Grafschaften. Okay. Ja, da kümmern wir uns dann das nächste Mal drum. Mache ich mir mal Gedanken, was wir da machen können. Und ja. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und es würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst oder ein Abo. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier bei Let's Play and Talk Crusader Kings 3 auf Gen X Reloaded. Bis dahin, bleibt gesund, euer Tobi.